Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, was ausgeht, dass du nur gute Pläne für uns hast. Ich erkläre unsere Ohrenherzen für offen, dass wir das greifen können, was du jetzt für uns hast. Das ist so, so wichtig in der heutigen Zeit. In Jesu Namen danke ich dir davon, dass du jetzt durch mich redest. Lass mich das Gefäß sein für dich. Amen. Freiheit. Hast du dir schon mal Freiheit ausgemalt? Was ist für dich Freiheit? Weil, wie kann man das machen, wenn Gott sagt und in der Bibel steht, du bist zur Freiheit berufen worden? Du bist frei von den Ketten, du bist erlöst worden und verstehst aber deine Freiheit nicht. Du denkst immer, oh, ich muss irgendwas tun, vielleicht um frei zu sein. Gott hat uns aber ein freies Gewissen gegeben für ihn. Satan will dich immer irgendwie versklaven und am besten mit der Bibel, mit dem Gesetz. Und wir lesen die Bibel und denken, oh weia, und hören Anklage und wir tun uns selber wieder fesseln, indem wir falsch lesen. Und jetzt gehe ich mal zu dem Römerbrief und zwar Römer 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Bist du gestorben? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen, ja oder nein? Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann liegt ja dein altes Ich, dein altes Wesen am Kreuz, mitgestorben. Das heißt, die Sünde, die sündige Natur und das, was du tust, das ist schon am Kreuz. Vers 11, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Deine Haltung. So soll nun die Sünde dich nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierde des Leibes gehorcht. Hier steht drin, du bist für die Sünde gestorben. Die Taten, ja, der Leib macht dem, also Leib, der Körper, der macht noch diesen Mist. Aber du sollst wissen, du bist dafür gestorben. Warum? Weil du jetzt anfängst, im Geist zu leben. Und das ist eine große Herausforderung, weil die Seele kommt ganz oft nicht hinterher. Versteht nicht, was hier eigentlich damit gemeint ist. Du bist freigesprochen worden, Römer 6, Vers 7, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir jetzt mal den ganzen Kontext lesen, ich lese mal quasi noch Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und in ihm gleich geworden sind, in seinem Tod, so sind wir ihm auch in der Auferstehung gleich. Das heißt, du bist, nachdem du Jesus aufgenommen hast, mit ihm gestorben und mit ihm wieder auferstanden. Das ist die Kraft, die in dir lebt, im Geist. Die alte Gesinnung, ja, die hat noch die Probleme, das wissen wir. Und wir sollen uns auch nicht so tun, als wäre die nicht da, sondern wir sollen unsere Sinne ja waschen lassen im Wasserbad des Wortes. Das heißt, reinigen, damit wir immer mehr verstehen, wer wir sind, was Freiheit bedeutet. Denn zur Freiheit hat er uns ja berufen. Ohne diese juristische Basis hat die Seele nämlich Probleme damit, wenn du nicht verstehst, wer du jetzt bist. Bin ich jetzt eine Seele? Bin ich jetzt ein Geist? Du bist jetzt Geist. Du hast einen neuen Geist gekriegt. Und die Seele, dein altes Denken, die hat noch Problemchen. Und wenn wir verstehen, dass Gott, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass Jesus, er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Gesetz. Das Alte Testament, ja, deutet immer auf das Gesetz. Gott hat das Gesetz erschaffen. Gott hat den Todesplan selbst für Jesus geschrieben, für sich selbst. Und aber auch die Auferstehung. Er hat gesagt, er wird das Opfer und er ist aber auch der Priester. Er ist das Messer, er ist der Altar. Je mehr du verstehst, was die Bibel eigentlich ist, dass wir anfangen dürfen, im Geist zu lesen, liest du pure Freiheit. Wenn du aber noch Gesetz liest, was du alles noch tun musst, um frei zu sein, dann liest du es im Gesetz. Und dann hat der Satan dich am Haken, denn er will versuchen, er gibt alles daran, dich mit der Bibel zu versklaven. Dabei hat Gott gesagt, hey, ich habe dich frei erkauft. Du bist erkauft worden mit meinem kostbaren Blut. Und ich habe alles schon geplant, schon im Alten Testament und im Neuen Testament, dass das erledigt ist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus ist erfüllt. Wir gehen mal in den Römerbrief und zwar, total spannend, in Römer 8, Vers
1 gibt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wir sind Geistwesen. Gott hat das Gesetz erfüllt. Weiter lesen wir. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde, des Todes. Das heißt, du bist frei erkauft worden. Denn das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um die Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Also Christus wurde Mensch und kam im Fleisch in der gleichen Gestalt wie der sündige Mensch. Aber er hatte nicht die sündige Natur natürlich in sich drin. Weiter lese ich in Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es ist wichtig, dass du verstehst, dass du Geist aus seinem Geist bist, dass das Gesetz erfüllt ist. Wie liest du die Bibel? Liest du Freiheit? Liest du das Gesetz? Gott hat das Gesetz geschrieben. Er ist der Anfang des Gesetzes, der ist das Alpha und das Omega. Und er ist das Ende des Gesetzes. Es hat Gott bewusst geschrieben, damit Jesus auf die Erde kommt. Der Plan Jesus, Opfer, Priester, Messer, Altar. Erinnere dich daran, was ich vorhin gesagt habe. Es hat alles damit zu tun, das ist ein Schutz für uns, damit der Satan uns nicht angreifen kann. Damit wir lernen, was es heißt, damit wir überhaupt frei sein können von diesem Gesetz, dieser Sklaverei, was Satan versucht, uns immer wieder neu zu versklaven. Dass wir abhängig sind von ihm. Und Gott sagt, aber das fleischliche Gesetz ist kraftlos. Das geistige schon. Gott hat uns losgekauft. Und es ist unsere Entscheidung, ob du das willst oder nicht. Willst du Jesus, dann bist du losgekauft, wenn du ihn annimmst. Los von der Sklaverei von den Menschen. Gesetz des Geistes, das ist Leben. Wo es keine Verurteilung gibt. Frei vom Gesetz des Todes. Und im Jakobus 1, Vers 18 steht zum Beispiel auch drin, nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Jesus hat dich gezeugt, damit du der Erste bist von vielen, vielen, von seiner Geschöpfen, von seinen Geistern. Ja? Weiter lesen wir darum, meine geliebten Brüder, sei jedem Menschen schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Hat deine Seele Probleme?